Wir Tibeter sind ebenso schockiert und betroffen von den Selbstverbrennungen in Tibet wie viele Menschen hier in Europa. Und ich kann hier mit aller Bestimmtheit sagen, dass der Dalai Lama und die Exil-Tibeter, wir wollen nicht und wir wünschen uns nicht, dass sich Tibeter aus Verzweiflung zu solchen Protesten greifen. Aber man muss auch die Situation der Tibeter in Tibet verstehen. Sie befinden sich in einer Situation, wo sie tagtäglich erleben müssen, wie ihre Kultur, wie ihre Sprache, wie ihre Religion unterminiert und marginalisiert wird. Mit anderen Worten, Tag für Tag stirbt ein Stück Tibet ab. Und die Tibeter sehen sich vor der Realität gestellt, dass sie um das Überleben ihres Volkes mit einer eigenständigen Kultur, Religion, Sprache und Identität kämpfen müssen. Und in dieser Notlage greifen viele Tibeter zu Protesten durch Selbstverbrennungen. Der Dalai Lama ist persönlich tief bestürzt und besorgt über die Selbstverbrennungen in Tibet. Und wie ich betont habe, wünscht sich kein Tibeter, einschließlich der Dalai Lama, dass Tibeter sich aus Verzweiflung sich selbst verbrennen müssen. Aber wir wissen auch, dass im Mai 2011 der Dalai Lama seine politische Verantwortung an eine demokratisch gewählte tibetische Führung abgetreten hat. Und er ist ein überzeugter Anhänger von der Trennung von religiösen und politischen Institutionen. Und er hat in den vergangenen Jahrzehnten zielstrebig Schritt für Schritt für eine Demokratisierung der tibetischen Gesellschaft im Exil hingearbeitet. Und die Selbstverbrennungen in Tibet stellen eine politische Krise für die tibetische Führung im Exil dar. Und die gewählte tibetische Führung hat wiederholt an die Tibeter in Tibet appelliert, nicht zu diesen drastischen Protesten zu greifen. Und der Dalai Lama hat diese Appelle der tibetischen politischen Führung vollumfänglich unterstützt. Damit die menschliche Tragödie in Tibet ein Ende nimmt, ist es unbedingt notwendig, dass die neue chinesische Führung eine ehrliche und gründliche Untersuchung der Ursachen für die Selbstverbrennungen unternimmt. Dann muss die chinesische Regierung auch den Befund einer solchen Untersuchung anerkennen und sich aufrichtig darum bemühen, die anstehenden Probleme in Tibet auf einem realistischen Weg einer Lösung zuzuführen. Wenn die neue chinesische Führung eine solche gründliche und ehrliche Untersuchung der Ursachen für die Selbstverbrennungen und die Ursachen für das Ressentiment und für die tiefe Unzufriedenheit der Tibeter in Tibet vornimmt und den politischen Willen aufbringt, die anstehenden Probleme ehrlich und ernsthaft in Angriff zu nehmen, dann stehen der Dalai Lama und die tibetische Führung im Exil bereit, in jeder Weise zu helfen, eine Lösung aus dieser politischen Krise zu finden. Diese Botschaft ist an die chinesische Regierung gesandt worden, aber wir warten immer noch auf eine Antwort aus Peking. Die andere Möglichkeit ist, dass die internationale Gemeinschaft eine starke Botschaft der Solidarität an die Tibeter in Tibet sendet.
die besagt, dass die Welt die Tibeter in Tibet nicht vergessen hat, dass die Welt um die schwierige Situation der Tibeter in Tibet bewusst ist und dass sie sich bemüht, eine Verbesserung ihrer Lage herbeizuführen. Eine solche starke Botschaft hätte zur Folge, dass es den Tibeter in Tibet wieder Mut gibt. Und Mut kann dazu führen, dass die Tibeter mehr Geduld aufbringen und nicht zu solchen Formen des Protests greifen. Ein Faktor für die drastischen Proteste in Tibet, den Eindruck, den viele Tibeter in Tibet haben, dass mit dem wachsenden Einfluss und Stellung Chinas in der Welt, dass die Unterstützung für Tibet abgenommen hat. Und gleichzeitig ist die Unterdrückung der Tibeter in Tibet massiv stärker geworden. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Tibeter im Exil und unsere Freunde und Unterstützer diesen Eindruck entgegenwirken kann, dass die, wenn auch viele Regierungen sich scheuen, sich öffentlich zu den Menschenrechtsverletzungen in Tibet zu äußern und ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk zum Ausdruck zu bringen, dass in demokratischen Ländern die Bevölkerung und die Medien um die schwierige Situation der Tibeter in Tibet wissen und dass sie mit den Tibetern solidarisch sind. Wenn wir solche Zeichen der Solidarität setzen können, wenn wir solche Zeichen der internationalen Besorgnis über die Situation der Tibeter in Tibet zum Ausdruck bringen können, das sendet auch, das gibt auch den Menschen in Tibet große Hoffnungen. In dieser Hinsicht, glaube ich, ist es notwendig, dass wir zum Beispiel das Jahr 2013 zu einem Jahr der Solidarität mit Tibet machen. Und wenn wir in verschiedenen Aktionen die internationale Betroffenheit und Besorgnis um die menschenrechtliche Situation in Tibet zum Ausdruck bringen, ich glaube, das ist notwendig und das wird auch eine Botschaft an die Tibeter in Tibet senden, die ihnen Hoffnung gibt.